Hallo, der Matthias ist hier und ich freue mich, dass du dir das Video wieder anschaust. Heute begrüße ich dich erneut von der schönen Nordseeküste. Vor kurzem hatte ich ja meinen Jungfernflug mit der neuen Mavic Air 2. Das Video hast du sicherlich gesehen, sonst blende ich es dir hier nochmal ein. Ich möchte dich dann wieder mitnehmen auf einen kleinen Rundflug hier an der Küste zusammen mit der Mavic Air 2. Wir wollen einige der Modi ausprobieren, die ich beim letzten Flug nicht finden konnte. Ist eigentlich ganz einfach, das Menü, aber wenn man etwas sucht und nicht vorher die Anleitung gelesen hat, ist klar, dass man das dann nicht auf Anhieb finden kann. Normalerweise ist das hier ein richtig schön ruhiger Ort, aber heute scheint irgendwie ein Manöver zu sein. Etliche Hubschrauber sind unterwegs, ich darf also nicht so hoch fliegen dann nachher. Hier ganz in der Nähe ist ja auch der Marineflugplatz. Da muss man schon ein bisschen Acht drauf geben, dass man verantwortungsbewusst mit der Drohne unterwegs ist. Ja, dann nehme ich dich jetzt gleich mal mit in die Lüfte. Schauen wir mal, wie viel Spaß uns das macht. Es ist Sommer, schön heiß. Auch hier an der Nordseeküste nicht windig. Eigentlich ideales Flugwetter. Wollen wir doch mal schauen, ob wir alles mitgenommen haben, nichts vergessen haben. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Unsere Mavic Air 2 mit dem genialen Gummiband zum Halten der Propeller, nicht Rotoren. Letztes Mal habe ich in dem Video, in dem Unboxing-Video dauernd was von Rotoren geredet. Das ist natürlich völliger Quatsch. Das sind Propeller. Die Rotoren sind die kleinen Motoren. Fernbedienung. Mein iPhone. Okay. Die Joysticks dran schrauben. Nummer 1, Nummer 2. Fernbedienung. Einmal kurz, einmal lang drücken. Genauso bei der Mavic. Einmal kurz. Einmal kurz, einmal lang. Und los geht's. Fliegen wir mal die kleinen Priele ein bisschen ab. Schade, dass sich das Bild auf dem kleinen iPhone nicht wirklich bewerten lässt, wie gut oder wie schlecht es ist.
Die Helligkeit dafür einfach nicht ausreicht und die Auflösung. So hatte ich bei den Jungfernflugaufnahmen auch einige Szenen dabei, wo unten Pferde zu sehen waren auf einer Koppel. Die konnte ich auf dem iPhone gar nicht erkennen. Das habe ich dann erst in der Nachbearbeitung gesehen. Kühe kann ich auf dem kleinen iPhone gar nicht erkennen. Ich weiß, dass sie da sind, weil ich sie von hier aus in Sichtweite habe. Und versuchen wir das mal. Ich verfolge mal den GLS-Wagen. Mal schauen, wie die Aufnahmen dann sind. Und wir stellen mal den. Kriegen wir mal wieder zurück. Sind wir wieder. Ja, gut gelandet. Das war jetzt nicht ganz so interessant hier draußen, aber ich denke mal, für ein paar erste Eindrücke reicht es. Und beim nächsten Mal, dann suche ich mir ein etwas schattigeres Örtchen. Vielleicht irgendwie in der Nähe von einem Wald, Waldrand oder so. Dann probiere ich noch die anderen Modi aus und mal schauen, wie sich das dann alles ergibt und wie das alles hinhaut. Ja, und sonst bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Wir sehen uns dann schon bald in meinem nächsten. Bleibt alle gesund, habt viel Spaß. Bis bald, euer Matthias.